schreiben das Jahr 1883. In diesem Jahr war das erste deutsche Telefonnetz so richtig populär in der Bevölkerung. Nicht nur die Wirtschaftsbetriebe waren begeistert, sondern auch die Privatleute. Und so saß am Heiligabend, quasi über Weihnachten, ein junger Student in seiner Studentenbude in Berlin-Mitte und überlegte, was kann man denn mit einer Telefonleitung, die aus zwei Drähten besteht, was könnte man außer telefonieren über diese zwei Anschlüsse oder Drähte, was könnte man denn sozusagen vielleicht mit diesen Telefonleitungen noch machen? Und genau das möchte ich euch heute gerne erzählen. Unser Student hieß Paul Nipkow. Der hört sich russisch an, der Name Nipkow, ist aber ein Deutscher. Und er beschäftigte sich gedanklich damit, könnte man nicht über eine Zweidraht-Telefonleitung auch Bilder übertragen, also Grafiken oder Texte. Das muss doch in irgendeiner Form technisch lösbar sein. Ihm war natürlich klar, in einem Stück wirst du natürlich eine solche Grafik wie hier, ja, in unserem Dia, nicht in eins übertragen können, sondern es gibt eigentlich nur eine Chance, die damals schon entwickelte Fotozelle, eine Selenzelle, zu nutzen, die ja in der Lage war, bei entsprechender Belichtung Hell- und Dunkelinformationen in elektrische Signale umzusetzen. Denn eine Fotozelle hat unterschiedliche Widerstände, ja, ob sie sozusagen auf helle oder auf dunkle beleuchtete Strukturen trifft. Und wenn man hinter diesem Dia also eine gescheite Lampe macht, ja, und über ein solches Loch, wie hier jetzt in dieser Pappe zu sehen, über das Dia streicht, Zeile für Zeile, dann wäre man, wenn man schnell genug ist, ja doch in der Lage, diese elektrischen Hell-Dunkel-Signale quasi auf ein Empfangsgerät zu übertragen. Das mit der Fotozelle müsste eigentlich funktionieren, dachte er sich. Also wenn das Dia richtig beleuchtet wird durch eine helle Glühbirne zum Beispiel, müsste das eigentlich möglich sein, dass also diese Selenzelle, die Fotozelle, diese Hell-Dunkel-Informationen von einem solchen Dia liefert. Das Problem war jetzt natürlich eher ein mechanisches Problem. Wie kriege ich denn jetzt das hin, dass im Grunde diese Lochmaske, hinter der jetzt natürlich dann die Fotozelle sitzt, Zeile für Zeile sozusagen über diese Grafik überstreicht. Das war noch ein ernsthaftes Problem, das musste noch gelöst werden. Und er dachte noch einige Stunden nach, was ihm da möglicherweise einfallen könnte. Schließlich kam er über die Weihnachtstage auf die Idee, eine kreisrunde Scheibe zu nutzen. In dieser kreisrunden Scheibe schneckenförmig im Grunde Lochungen vorzunehmen, ja, die immer weiter an der Mittelachse verlaufen, ja, denn so könnte ich doch bei einer Drehbewegung über diese Grafik, könnte ich mit einer Kreisbewegung jetzt Zeile für Zeile diese Hell-Dunkel-Informationen von meinem Dia auf meine Selen-Fotozelle bringen. Ja? Und wenn ich das, diese Schnecke mit den Löchern richtig gut mache, also richtig mathematisch sauber mache, dann habe ich doch eine Zeilenabtastung. Und dann ist es doch egal, ob es sich um eine Grafik, um einen Film oder um irgendwelche Bauanleitungen oder Texte handelt. Das ist doch dann furzegal. Das heißt, ich lege einfach nur im Grunde die Breite meiner Bilder maximal fest und kann jetzt durch die Anordnung dieser Schnecke im Grunde diese Abtastung jetzt vornehmen. Und er dachte sich, wenn sich diese Scheibe, wir nennen sie übrigens Nipkow-Scheibe, nicht ohne Grund, wenn sich diese Scheibe schnell genug dreht, ja,
dann sind wir in der Lage, dieses Bild systematisch abzutasten. Das ist doch genial. Und ja, er baute sein erstes Experiment auf und das zeige ich euch natürlich jetzt als nächstes. In seinem ersten Experiment setzte er die gebohrte Scheibe, die seht ihr hier, wunderbar, ne, mit den Löchern, die spiralförmig hier angeordnet sind, setzte er vor eine Petroleumlampe. Ja? Und wenn er jetzt diese Scheibe bewegt, dann würde ja im Grunde das, ein Dia Bild für Bild, Zeile für Zeile, ihr seht, dass es immer tiefer geht, bevor das Bild wieder von oben beginnend abgetastet wird. Ja. Zeile für Zeile sozusagen hier erfasst werden kann. Ich drehe das mal ein bisschen schneller, dann sieht man jetzt auch den Zeilenverlauf. Ne? So kann ich also mit einer solchen Nipkow-Scheibe im Grunde ein Bild von oben nach unten beliebig abtasten. Und wenn das schnell genug geht, dann müsste sich doch eigentlich da auch ein Bild ergeben, hier auf dem Display. Ja? Schauen wir mal. Wenn ich jetzt mein Dia, also meinen Film, den ich euch gerade gezeigt habe, vor eine helle Lichtquelle setze und die Lichtquelle durch die Scheibe leuchten lasse, da müsste ja eigentlich auf dieser simulierten Bildschirmfläche hier im Grunde dieses Bild, nämlich unser lachendes Gesicht, unser Smiley, wieder entstehen. Und er hat schließlich sich ein Gerät gebastelt mit elektrischem Antrieb, ja, was diese Nipkow-Scheibe hier beschleunigen sollte. Und wenn wir jetzt viel Glück haben, sehen wir gleich unseren Smiley wieder. Ja, da ist er jetzt zu sehen. Wir haben natürlich jetzt zwischen der Zeilenabtastung unserer Kamera und der Nipkow-Scheibe eine Interferenz. Deswegen bewegt sich dieses Bild noch von oben nach unten, ja, weil es nicht ganz synchron läuft mit meiner Kamera hier. Hätte ich noch ein paar Umdrehungen mehr, hätten wir langsam ein stehendes Bild. Und wir sehen diese Idee von Paul. Also auf diese Art und Weise ein Bild abtastbar zu machen, müsste funktionieren. Das muss gehen. Die Sendestation ist schon mal das eine von der Idee her. Aber wir brauchen auch die passende Empfangsstation dazu. Wenn ihr euch diese kleine theoretische Grafik mal anschaut, dann sehen wir hier ganz links zunächst mal die Lichtquelle, die quasi mein Objekt, nämlich mein Dia, durchleuchtet und über eine Konvexlinse im Grunde so bündelt, dass diese Nipkow-Scheibe im Grunde jetzt Zeile für Zeile diese Grafik abtasten kann. Hinter der Nipkow-Scheibe befindet sich diese Fotozelle, also ich hatte vorhin schon erwähnt, eine damals Selenzelle. Die wird einfach mit einer Spannungsquelle im Grunde gespeist nach seinen Vorstellungen. Und dann haben wir die Fernleitung, die sogenannte Zweidrahtleitung, die jetzt auf der Empfängerseite auf eine Lichtquelle wirkt. Entweder ist die Lichtquelle schnell genug, ja, also kein Glühdraht, dass ich in der Lage bin, direkt durch die Stromschwankungen graue, helle und dunkle Bildpunkte im Grunde hier auch darzustellen. Oder aber ich muss das Ganze mit einem Prisma, was dann über ein Elektromagnet beeinflussbar ist, im Grunde realisieren, also modulieren. Ne? Und dann haben wir wieder auf der Betrachterseite wieder die Nipkow-Scheibe, die jetzt völlig parallel laufen muss, wie die Nipkow-Scheibe auf der Sendeseite. Und dann können wir als Betrachter das A auf unserem Dia im Grunde jetzt hier wieder im Grunde auf der kleinen Mattscheibe, die ich da vorhin schon gezeigt hatte, erkennen. Ja? Das war also der Gedanke von
Paul Nipkow und dementsprechend musste er jetzt seinen experimentalen Aufbau entsprechend jetzt natürlich erweitern, also Sender und Empfangsstation. Dazu besorgte er sich zunächst erstmal eine gescheite Lichtquelle, ja, die mit einer entsprechenden Konvexlinse, einer Sammellinse hier vorne versehen ist. Und diese Linse beleuchtet sozusagen meinen kleinen Fotostreifen. Ja? Den sehen wir hier nochmal. Dahinter direkt in hellgrau jetzt die Nipkow-Scheibe. Und das Licht durch die Löcher der Nipkow-Scheibe trifft jetzt auf diese Konvexlinse, auf diese Sammellinse. Und hinter dieser Sammellinse befindet sich jetzt eben der Fotowiderstand, die Selenzelle, ne, zur damaligen Zeit. Die Lichtunterschiede, hell, weniger hell oder auch dunkel, werden jetzt hier entsprechend verstärkt und können jetzt über eine Zweidrahtleitung im Grunde hier wieder auf die Empfangsseite übertragen werden. Und auf der Empfangsseite brauche ich jetzt eben eine Lichtquelle, die ich modulieren kann. Wir sehen hier die beiden Leitungen, wie sie auf der Sendeseite, auf der Empfangsseite ankommen und jetzt entsprechend natürlich dann für die Empfängerseite hier diese Beleuchtung hier vorne realisieren und umsetzen. Wenn ich diese Scheibe mal vorsichtig drehe, dann seht ihr hier zum Beispiel jetzt eine dunkle Stelle und dann geht eben diese Lampe komplett aus. Und da meine kleine Dia-Darstellung ja nur Hell-Dunkel-Darstellungen waren, haben wir jetzt natürlich in diesem Takt der zeilenmäßigen Abtastung natürlich jetzt auch diese Hell-Dunkel-Informationen, die jetzt hier die Nipkow-Scheibe auf der Empfängerseite natürlich dann durchleuchten und im Grunde Zeile für Zeile jetzt hier das Bild, das Dia-Bild auf meinen kleinen, wenn auch primitiven Monitor hier vorne im Grunde wieder abbilden. Da beide Nipkow-Scheiben natürlich absolut synchron laufen müssen, ist es hier in seinem Experiment sehr einfach gewesen, indem er nur einen Motor verwendet und durch diese starre Achse im Grunde beide Nipkow-Scheiben miteinander verbindet. Das ist ja relativ einfach noch. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich bei der Übertragung von Bildern genau da die Schwierigkeit besteht, also diese beiden Scheiben im Grunde in einen synchronen Modus zu versetzen. Und das bedeutete, beim Empfänger musste man immer über einen Poti so ein bisschen nachjustieren, um eben dann quasi diese Synchronisation der Bildpunkte im Grunde zu realisieren. Später hat man auf den Scheiben sogenannte Marker aufgebracht. Wir sehen das hier durch solche Silberaufkleber, ja, die durch eine Fotodiode hier permanent abgetastet werden. Und so kann ich die Position meiner Scheiben natürlich dann sauber erkennen und kann jedes Mal, wenn sozusagen die Nipkow-Scheibe wieder oben bei der obersten Zeile anfängt mit der Bildabtastung, kann ich ein Synchronsignal abgeben und dieses Synchronsignal dann natürlich auch auf den Empfänger quasi übertragen. Das Patent von Paul Nipkow war gesichert, aber es schlummerte im Grunde beim Patentamt über viele, viele Jahre, weil diese Umsetzung eben mit der Synchronisierung beider Scheiben das wohl in der Technik größte Problem war. Das löste sich im Grunde erst mit der Brownschen Röhre, also mit dem echten Fernseher, mit der Fernsehröhre. Denn die Fernsehröhre braucht natürlich keine zweite Nipkow-Scheibe, sondern sie ist in der Lage, auf elektronischem Wege Zeile für Zeile im Grunde zu schreiben und ein Bild, was über die Nipkow-Scheibe im Grunde erfasst worden war, im Grunde hier auf der Bildschirmseite entsprechend wieder erscheinen und darstellen zu lassen. Und da wir ein Synchronsignal bekommen, wann auch immer quasi diese Umschaltung geschieht, dass man oben mit der obersten Zeile wieder erneut beginnt mit der Abtastung, da hat natürlich eine solche Fernsehröhre überhaupt keine Probleme mit. Und das war natürlich jetzt die Lösung, der Durchbruch. Diese Art und Weise war man jetzt also in der Lage, gedrehte Filme, die als Filmmaterial vorlagen, schon auf den ersten Fernsehern als Fernsehsendung im Grunde darstellbar zu machen.
Das war schon mal ein Riesendurchbruch, wie gerade erwähnt. Ja? Um Live-Übertragungen zu machen oder Reportagen, musste man ein anderes Verfahren wählen, nämlich natürlich dieses Umsetzungsverfahren über den Film. Und die ersten Fernsehkameras, wenn man sie überhaupt so bezeichnen darf, wie hier eine Live-Reportage der Deutschen Reichspost, funktionierte so, dass man im Grunde einen Film drehte. Ihr seht diese riesen Filmspule oben auf der Kamera. Der gedrehte Film verschwand schließlich im Übertragungswagen und durchlief eine automatische Entwicklungsstation. Ja? Und wenn der Film schließlich entwickelt und auch getrocknet war, konnte mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung von der NIPCO-Scheibe im Grunde dieser Film jetzt abgetastet und als Fernsehbild übertragen werden. Und der Film wurde selbstverständlich für das Archiv hier wieder aufgewickelt und konnte dann entsprechend für die nächsten Jahrzehnte im Archiv aufbewahrt werden. Bis zu den Olympischen Spielen 1936 in Berlin war also diese NIPCO-Scheibe das einzige Verfahren, um Bilder im Grunde kameratechnisch aufzunehmen und dann über den ersten Fernseher auch wiedergeben zu können. Ja, soweit also diese Geschichte von Paul NIPCO und den ersten Fernsehbildern, die live übertragen werden könnten, mit diesen Abtastverfahren. Ja. Und da sehen wir nochmal hier im Bild die Fernsehübertragungswagen, die dann zum Einsatz jeweils durch die Städte fuhren. Ja, soll mir mal reichen fürs Erste. Ich denke, es war mal wieder ganz spannend. Wünsche euch eine schöne Zeit. Ade und bis zum nächsten Mal.